Und wir freuen uns jetzt schon, dass unser erster Studiogast anwesend ist. Frau Doris Gusenbauer ist Ingenieurin für Lebensmittelmikrobiologie am Austrian Institute of Technology in Tulln, das heute ebenfalls im Rahmen der Langenacht der Forschung ein Standort ist. Herzlich willkommen. Warte, kommt da drin. So. Immer schlecht, wenn das Logo einblendet. So, okay. Herzlich willkommen. Wir begrüßen nun unseren Studiogast, Frau Doris Gusenbauer. Hallo. Gott. Guten Tag. Gott. Was kann man sich denn unter dem Beruf Lebensmittelmikrobiologin vorstellen? Lebensmittelmikrobiologin, diese Person ist sozusagen zuständig um eine Mikrobiologin, die für die Sicherheit von Lebensmitteln auch zuständig ist. Also generell, wenn man von Lebensmitteltechnologinnen oder Technologen spricht, geht es darum, Lebensmittel herzustellen, die sicher sind, die genusstauglich sind. Und es geht darum, Technologien anzuwenden, diese zu entwickeln und diese auch zu optimieren. Ja. In meinem Bereich, ich arbeite am AIT im Standort Tulln, bin dort in der Gruppe von Bioresources zuständig, bin Mitarbeiterin im Bereich Lebensmittelsicherheit. Und da geht es einfach darum, auch neue Technologien zu entwickeln, wie man Lebensmittel sicherer machen kann, wie man Pathogene, das sind Bakterien, die Krankheiten auslösen können und in Lebensmittel vorkommen können, detektieren kann, um so sicherzustellen, dass Lebensmittel sicher sind für die Verbraucher und Verbraucherinnen. Und in meinem Bereich geht es natürlich auch darum, einerseits in der Forschung mitzuarbeiten, aber auch, ich bin auch eine Schnittstelle sozusagen zur Wirtschaft, zur Lebensmittelindustrie und zu den Verbraucherinnen, um auch um sicherzustellen, dass wir auch Entwicklungen oder dass wir Technologien entwickeln, die tatsächlich in der Lebensmittelindustrie gebraucht werden. Ne? Okay, und wenn Sie sagen, Sie arbeiten eben an der Schnittstelle, arbeiten Sie dann direkt eben mit Konsumentinnen und Konsumenten auch zusammen? Ich arbeite auch mit Firmen vor allem zusammen. Okay. Also weniger mit Konsumentinnen und Konsumenten, aber mit Herstellern von Lebensmitteln, mit Firmen oder auch mit, ja, generell mit der Wirtschaft oder mit, ja. Okay, spannend. Ja, warum hat sich das AIT dann entschieden, an der Langenacht der Forschung teilzunehmen? Was war die Motivation? Natürlich, die Langenacht der Forschung ist ein sehr großes und sehr wichtiges Projekt in Österreich. Es geht natürlich darum, Forschung den Menschen näher zu bringen. Es geht darum zu erklären, was machen wir, was ist Forschung oder wie berühren Forschungsthemen auch das alltägliche Leben von Menschen. Ja? Mhm. Und da ist es natürlich ein großes Anliegen, diese Entwicklungen oder das zu erklären, was machen wir, aber natürlich auch das Feedback zu bekommen von den Menschen, also diesen Dialog zu starten. Und ich glaube, das ist total wichtig, auch für Forschungseinrichtungen diesen Dialog zu führen und auch für die Menschen zu verstehen, was machen denn Forschungseinrichtungen tatsächlich und wie berührt mich das in meinem täglichen Leben. Das ist ja auch eigentlich das Hauptziel eben der Langenacht der Forschung, dass man eben diese komplexen Experimente und Forschungsergebnisse eben so aufbereitet, dass es der Normalo quasi auch verstehen kann. Also quasi. Und welche Projekte oder welche Experimente auch gibt es heute Abend beim Austrian Institute of Technology in Tulln? In Tulln beteiligt sich das Austrian Institute of Technology an vier Stationen. Mhm. Eines ist eben der Schimmelpilz-Zoo. Okay. Hier geht es darum. Spannender Name. Ja, spannender Name. Es geht darum, es gibt hier eine Arbeitsgruppe, die sehr, sehr intensiv mit Schimmelpilzen arbeiten, die sehr, sehr großes Wissen über das Wachstum, über den Metabolismus von Schimmelpilzen haben. Und da geht es einfach darum, Menschen näher zu bringen, was können Schimmelpilze, was sind sie Schimmelpilze, wie wachsen sie? Und man kann sich das einmal genauer anschauen. Ja? Mhm. Ein weiteres Thema ist Bio. Das ist Bio oder nicht, das ist die Frage. Da geht es darum, am AIT gibt es eine Methode, wie man nachweisen kann, ob Gemüse oder Lebensmittel biologisch hergestellt wurden oder nicht. Ja? Also das beruht auf einer Technologie, die nennt sich Isotopen-Fingerprint. Also es gibt einfach Anbaubedingungen oder Klima beeinflussen eben diesen Fingerprint und das kann eben bestimmt werden. Ne? Und das kann man sich auch am heutigen Standort erklären lassen. Ne? Yes.
klingt auch spannend, da kann man sich dann nichts mehr vormachen lassen. CSI. Ja, neueste Technologie. Und wenn ich Sie persönlich fragen darf, was hat Sie motiviert, eine Karriere in der Wissenschaft einzuschlagen? Ich bin nicht direkt Wissenschaftlerin. Also ich bin, wie ich vorher gesagt habe, an der Schnittstelle der Wissenschaft zur Wirtschaft oder und für mich ist Forschung einfach ein extrem wichtiger Bestandteil unseres täglichen Lebens, weil natürlich die Forschung von heute ermöglicht die Infrastruktur von morgen. Ja. Also ich glaube, wir sehen oft nicht, was die Forschung, die wir heute betreiben, in der Zukunft auslösen kann. Und oft ist es auch nicht möglich, es zu wissen. Oft entstehen Anwendungen, von denen vorher niemand geträumt hat. Ja. Mhm. Und das ist das Spannende an der Forschung und an der Wissenschaft. Ja. Ich glaube, dass wir da natürlich am IT auch auf dem richtigen Weg sind, hier auch angewandt zu arbeiten. Ja. Ja. Und immer wieder versuchen wir auch Anwendungen von Entwicklungen umzusetzen. Mhm. Ja. Gab es das schon einmal, dass man so quasi zufällig auf irgendetwas gestoßen ist, was dann doch sehr, sehr außergewöhnlich und Jein, würde ich einmal sagen. Oder es gab natürlich Ergebnisse, wo man dann erst später drauf gekommen ist, das könnte man ja für das anwenden. Mhm. Ja, zum Beispiel gibt es auch ein Projekt oder dem AIT im Standort Tulln beschäftigen sich schon sehr lange mit Bakterien und Pflanzeninteraktionen. Mhm. Also Bakterien interagieren mit Pflanzen. Ja. Und am Anfang, also da kam es dann auch zu Anwendungen, die am Anfang nicht absehbar waren. Ja. Mhm. Klingt spannend. Ja, es klingt wirklich spannend. Was verbinden Sie persönlich mit dem Begriff Forschung, wenn Sie jetzt Wörter assoziieren müssten oder eine Wertung abgeben müssten? Für mich ist Forschung sozusagen der Drang nach Wissen oder der Drang, Neues zu entwickeln und neue Technologien zu erschaffen. Ja. Okay, aber ist dieses Wissen nicht irgendwie schon erschöpft? Wenn man denkt, okay, wenn man das im Studien ansieht, also Studiengänge, wenn man sich denkt, das ist schon so umfangreich eigentlich und für jede Fachrichtung gibt es eigene Spezialisten. Ja, ich glaube, es wird alles spezialisierter natürlich. Ja. Also es wird immer mehr Wissen generiert und dadurch wird jedes Forschungsfeld natürlich auch größer und viele Forscherinnen und Forscher spezialisieren sich dadurch ja wirklich auf ganz spezifische Themen, weil es ja anders fast nicht mehr möglich wäre, so ein großes Wissensfeld zu beherrschen. Ja. Mhm. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es erschöpft ist. Da gibt es, glaube ich, noch sehr viel zu erforschen. Ja, das ist halt immer die Meinung der Studenten, wenn man in den Vorlesungen sitzt und man denkt sich schon, das ist schon so viel Stoff, wie viel kann noch sein? Ja. Also denkt, das ja, gibt's ja, das kenne ich. Sie haben jetzt eben vorher schon erwähnt, es gibt eben diese vier Projekte. Zwei haben Sie ja jetzt schon erklärt, genau. Diesen Schimmelpilz. Was sind die anderen zwei? Es gibt dann auch noch die Welt der Klone. Und das finde ich auch ein ganz spannendes Projekt. Da geht es darum, zu erklären, was sind Klone eigentlich? Ja? Wo kommen Klone vor? Man glaubt, Klone gibt es nur im Labor. Aber in Wirklichkeit gibt es Klone in der Natur und es gibt Pflanzen zum Beispiel bedienen sich Klone, um sich fortzupflanzen. Ja. Und da gibt es auch eine Station am AIT in Tulln, wo spielerisch und interaktiv mehr über Pflanzenvermehrung oder Pflanzenfortpflanzung erzählt wird und auch das Thema Klone sozusagen erklärt wird. Ja. Okay, ja. Und dann ist noch ein viertes Projekt, das heißt Wasser ist nicht gleich Wasser, wo es darum geht, Wasserressourcen, wie kann man Technologien, die nötig sind, um eben Wasserressourcen aufzuschließen, nachhaltiger Umgang mit Wasser. Und da gibt es auch mehrere interaktive Tätigkeiten, an denen man sich dort beteiligen kann. Und sind das auch Mitmachstationen? Ja, nicht alle, aber es sind natürlich auch Mitmachstationen. Also ich kann mir mal vorstellen, bei diesem Schimmelpilz-Zoo oder wie will man vielleicht nicht unmittelbar mitmachen. Man wird Proben sehen, man kann sich das wirklich live ansehen. Wir haben dazu auch so kleine Karten entwickelt, zum Beispiel das ist eines für eben diesen Schimmelpilz-Zoo, wo man eben ganz schön einen Schimmelpilz sieht und auch
auch die so verschiedenen sieht ein Schimmelpilz in, genau. Okay, ist interessant. Eine Schimmelblüte, ja. Ein Schimmelblüte, okay, so habe ich auch nicht gewusst, dass das Schimmelblüte heißt. Und hier eine andere Karte zu dem Thema der Klone, ja. Man sieht hier, ich glaube, das kennt jeder. Sonnenblume, wie heißt es? Eine Pusteblume. Ja, Löwenzahn, genau. Das war's. Gelbbär. Genau. Okay, also das sind, also der Löwenzahn. Das ist zum Beispiel ein Beispiel von natürlich vorkommenden Klonen, ja. Interessant. Ja, Klonen hat immer diesen Beigeschmack von Science-Fiction. Ja, eben, also natürlich. Genau, und darum geht es auch bei dieser Station, mit diesem Mythos, der sehr fern ist, ja, einfach aufzuräumen und zu erklären, was ist ein Klon und auch Technologien natürlich, die auf Basis dessen entwickelt wurden, ne, zu erklären. Aber ich finde es sehr spannend, dass man eben mitmachen kann, beziehungsweise ein bisschen interagieren kann. Das ist auch für Kinder wahrscheinlich sehr spannend. Genau, es sind nicht alle Stationen für Kinder geeignet, generell, aber natürlich für viele Kinder, also Stationen für Kinder, wo Kinder aktiv teilhaben können und die auch so gestaltet sind, dass sie Kinder verstehen können. Ja, ja. Das sind dann nämlich die Forscher und Forscherinnen von morgen. Genau, das so ist ganz, ganz wichtig. Das finde ich auch eigentlich die beste Idee in der Lange nach der Forschung, eben Kinder auch zu integrieren und ihnen zu zeigen, Forschung sind nicht nur die Menschen in weißen Kitteln, die in Laboren stehen, sondern das ist tatsächlich wirklich, da gibt es cooles Zeug. Also ja, du warst ja eh schon einmal. Oft ist es dann auch lustig, wenn wir mit Kindern arbeiten, die total andere Fragestellungen aufbringen, als Erwachsene das tun. Und ich glaube, das ist auch ein sehr netter Zugang, also Kinder zu integrieren, weil sie öfters einfach eine andere Perspektive einbringen. Ne? Ja, sie hinterfragen halt wirklich alles wahrscheinlich. Auch. Und dann stehst du auf einmal vor einer Frage und denkst dir, wie beantworte ich sie jetzt? Ja? Okay, ja, ist klar. Ja, Kinder. Was macht das Austrian Institute of Technology generell? Also vom Namen her kennt man es. Ja. Also das Austrian Institute of Technology ist eben das größte außeruniversitäre Forschungszentrum in Österreich. Mhm. Auch die Themenbereiche sind sehr, sehr breit. Ja. Also es gibt sehr viele Standorte, die quer über Österreich verteilt sind. Und auch die Themengebiete sind sehr breit. Das heißt, es geht einerseits von Energie, Transport und Mobility über Forschungsfragen im Gesundheits- und im Umwelttechnologiebereich. Also es ist wirklich sehr breit aufgestellt. Ja. Generell kann man sagen, es geht immer um Infrastrukturthemen. Es geht darum, heute zu forschen, um die Infrastrukturthemen von morgen zu lösen. Ne? Und ich, wie gesagt, bin eben im Health and Environment Department, wo es einerseits darum geht, auch medizinische Diagnostik. Es geht darum, wie bei uns eben Umwelttechnologie oder Gesundheitstechnologie oder Lebensmittel. Also es geht um die Bioressourcen im Generellen auch, ja? Okay. Also in unserem Bereich. Hört sich wahnsinnig spannend an. Ja, es ist sehr spannend. Medien. Ne, Sie können ja über alles berichten. Ja, das ist natürlich, das ist das Positive. Das ist, was wir heute machen. Bei uns, wir lernen ganz viele Bereiche kennen, auch wenn wir was komplett anderes studieren, das stimmt auf jeden Fall. Genau. Nein, ich habe jetzt nur explizit gefragt, eben, weil wir vorher auch über den Solar Decathlon gesprochen haben, wo ja eben auch das Austrian Institute of Technology involviert war, aber das hat dann nichts mit Tulln zu tun, sondern das war Nein, das war nicht der Standort in Tulln, soweit ich weiß, ging es da über Energieeffizienz. Genau, ja. Ja. Also und das war eben ein anderes Department. Genau. Ja. Aber da sieht man schon, wie unterschiedlich einfach die Themenbereiche sind, die dem sich das Austrian Institute of Technology widmet. Ja. Mhm. Es ist wirklich sehr breit. Um es auf einen Nenner zu bringen, geht es einfach wirklich um Infrastrukturthemen von morgen. Mhm. Ja. Okay. Und auch angewandte Forschung. Und da gibt es immer wieder Projekte mit Hochschulen oder Universitäten? Genau, es gibt viele Projekte. Es gibt Kooperationsprojekte mit Universitäten. Es gibt internationale Kooperationsprojekte mit Firmen oder internationalen Universitäten. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch Projekte gemeinsam mit Firmen, wo es darum geht, spezifische Fragestellungen, die Firmen haben, zu lösen. Ja. Sehr spannend. Also kann man sich das auch so vorstellen, dass durchaus auch Sie damit beauftragt werden, etwas zu erforschen? Genau. Also es geht durchaus auch darum, häufig ist es so, dass einfach Firmen nicht so eine große Kompetenz oder so ein großes Rahmenbedingungen haben, um wirklich Forschungsfragen allein nachzugehen. Ja. Mhm. Oft brauchen sie einfach Hilfestellung. Und genau da sind wir eben auch zuständig, um diese Hilfestellung und diese Brücke zur Wirtschaft oder zu den Firmen auch zu schlagen und einfach gemeinsam für Firmen Technologien zu entwickeln oder spezifische Fragestellungen
für sie zu erarbeiten. Das hört sich alles irrsinnig komplex an. Mhm. Wie lange kann man sich vorstellen, dauert dann so ein, also vom Auftrag bis zum Abschlussbericht, nennen wir es jetzt so? Das kann Jahre dauern. Ja. Forschung ist natürlich ein Bereich, der lange dauert. Also es ist kein kurzfristiger, natürlich gibt es auch kleinere Projekte, die in kürzeren Perioden abgearbeitet werden können. Aber generell, die meisten Forschungsprojekte, die bewilligt werden oder die dauern einfach 2, 3 oder teilweise sogar mehr Jahre. Also wenn man Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin werden möchte, braucht man Ausdauer. Man braucht vor allem, ja. Wie Spitzensportler quasi. Ja. Es gibt auch öfter Rückschläge. Es läuft nicht immer alles von Anfang an. Mhm. Ja. Und mit dem muss man schon zurechtkommen, wenn man in der Forschung tätig ist. Ja. Aber natürlich dann auch, wenn es funktioniert, sehr befriedigende Momente. Ja. Natürlich, das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Ja. So, wenn man Prüfung schafft. Ja. Ja, dann wo wir wieder beim Thema Studium wären. Genau. Ja, Studenten. Ja, ich würde sagen, wir bedanken uns ganz herzlich dafür, dass Sie heute gekommen sind, extra den Weg von Schulen hierher gemacht haben ins Studio und wünschen Ihnen natürlich noch einen wunderschönen Aufenthalt bei uns an der Fachhochschule St. Pölten. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Danke für die Einladung. Ja, danke fürs Kommen auch von meiner Seite. Ja, und bevor wir unseren nächsten Live-Gast begrüßen, beziehungsweise wir werden in Kürze dann einen Vortrag zum Thema Livestreaming und Streaming als Übertragungslösung in der elektronischen Berichterstattung hören, gibt es noch kurz einen kurzen Beitrag.